Ja, ein brenzliges Spiel, ja. Also haben ja in Ochsenhausen verloren und wir wissen, die liegen uns nicht wirklich richtig gut und da müssen wir schon so ein bisschen über uns hinauswachsen, ja, um die jetzt möglichst 3-1 auch zu schlagen. Aber wir glauben auch dran, wir glauben, dass es nicht unrealistisch ist und haben gut alles versucht, ja, uns gut vorzubereiten und jetzt sind wir auch heiß auf das Spiel. Wird bestimmt ein schöner Hexenkessel. Deshalb, ja, freuen wir uns auch irgendwo drauf. Klar, es sind ein Wochenende zwei riesen Wettkämpfe, ja, in der Champions League und in der Bundesliga. Und das ist natürlich auch ein Reiz, um ja, wieder um die ersten Plätze mitzuspielen, als wenn man natürlich da nicht steht. Also ja, wir haben vier gute Spiele und ja, wir werden das Spiel für Spiel angehen. Ja, ich hoffe, dass wir vor allem einen guten Start haben, dass es dann auch wirklich hier hochkocht. Das ist, denke ich, wichtig, da die Zuschauer auch ein bisschen mitzunehmen und möglichst auch 1-0 in Führung zu gehen. Aber wie gesagt, die werden sich auch ordentlich wehren und deshalb wird das schon eine Herkulesaufgabe. Wir haben mal 3-0 gegen die gewonnen, wir haben mal 3-2 verloren, auch mal 3-1 gewonnen. Das sind alle Spiele, sind 50-50. Und ich denke, wir sind gut vorbereitet und hoffe mit dem Zuschauer im Rücken, dass wir das schaffen.